Hey, Besucher! Diese Mistkerle in den Splinterlands werden nicht glücklich darüber sein, dass du so nett warst, unsere Sachen zurückzuholen. Wenn sie zurückkommen, werden sie mehr als nur Ersatzteile mitnehmen wollen. Ich bin schnell mit dem Messer, aber wir brauchen mehr Höllenfeuer für das, was auf uns zukommt. Ich denke, es ist Zeit, Bessie zu wecken. Bessie? Unser Kind, sozusagen. Ma und ich, ja, wir haben unsere Tugenden und unsere Sünden. Ich schätze, wir haben so ziemlich alles davon in Bessie gesteckt. Na los, Besucher, weck sie auf! Für dein Geschenk. Ist eine Höllenkriegsmaschine, die ich für immer und ewig in meiner Garage bewahren werde, nur für mich allein. Du hast mein Herz gestohlen, Dollar Donny. Ganz und gar. Aber ich muss es jetzt zurückhaben, verstehst du? Ich muss einfach. Immer wenn ich diese heiße Maschine reite, ist es, als würde ich dich reiten. Schwieriges Mädchen ist. Ihre Befehlslogik braucht eine komplexe und präzise Treibstoffmischung. Ma hat recht, Besucher. Du musst in der richtigen Reihenfolge auf die Ventile springen, um sie zu öffnen. Da fließt das kolloidale Kobalt. Das nächste Ventil ist auf der anderen Seite. Siehst du es? Das wird die Quantenlake sein. Das nächste Ventil sitzt fest. Möglicherweise musst du es losschlagen. Du das Nachtfeueröl nicht entzündet. Die letzten Ventile sind da oben. Ugh.
Kirschcola. Bessie hat alles, was sie braucht. Steig auf das Dach und bring sie zum Laufen. Zum Aufwachen, Bessie. Und gerade noch rechtzeitig, denke ich. Die Mistkerle kriechen aus der Hölle direkt vor unserer Haustür. Könntest du sie mit Bessie darum bitten, zu verschwinden? Zeug mit dir in die Grundausbildung! Familie zusammenhält, ist der Hof sicher. Besucher, kommt zur Veranda. Unser bescheidener Hof ist in Sicherheit und hat alles, was er braucht. Dank dir, Besucher. Du hättest dir für uns wirklich keine solchen Umstände machen müssen, mein Schatz. Aber Pa, Bessie und ich möchten dir für deine Hilfe danken. Und du wirst auf diesem Hof immer willkommen sein.